Wir werden neue Konzepte brauchen, wenn wir weiterhin an den Küsten leben wollen. Und das wollen wir doch, oder? Menschen leben seit jeher am Meer. Der Meeresspiegelanstieg ist vor allem ein Problem, weil wir an der Küste leben wollen. Jeder liebt es, am Strand zu sein. Allerdings ist es nicht unbedingt die beste Idee, dort auch Häuser zu bauen im Hinblick auf den Meeresspiegelanstieg. Die Gefahren, die vom Meer ausgehen, haben die Menschen schon immer begleitet. Doch sie werden zunehmen und in Zukunft mehr Menschen betreffen als je zuvor. Der Grund ist, dass wir unsere gesamte Infrastruktur an den Küsten in einer Phase des Klimas eingerichtet haben, die relativ konstant war. Wir haben schlichtweg nicht damit gerechnet, dass sich dieser Deal mit dem Ozean grundlegend ändern könnte. Deshalb steht so viel auf dem Spiel. Was also können wir tun? Wie schützen wir uns? Also klassische Herangehensweise an den Gefährdungen durch die Natur zu begegnen, ist natürlich der Küstenschutz. Da sind wir sehr gut. Wir können diese Bauwerke instand halten, wir können sie aufwerten, wir können sie auch dem zukünftigen Meeresspiegel anpassen. Auf der anderen Seite sagt Ihnen aber niemand ganz genau, was tatsächlich zu erwarten ist und wann das sein wird. Okay, das würde doch heißen, dass wir Schutzsysteme brauchen, die wir an den steigenden Meeresspiegel anpassen können. Deiche zum Beispiel, die sich erhöhen lassen. Der Klimadeich Schleswig-Holstein, eine mal wunderbare Entwicklung, sieht einfach vor, dass wir einen bestehenden Deich insofern ertüchtigen, vorausplanen, dass wir ihnen einen breiteren Fuß geben, einen Deichfuß, eine sehr moderate, zur See geneigte Deichneigung und dass wir quasi ein Fundament schaffen, welches im Zuge der Entwicklungen der nächsten Jahrzehnte eine Art Haube ermöglicht bekommt. Klingt doch clever. Wir planen unsere Schutzsysteme so, dass sie mit dem Meeresspiegel mitwachsen. Die entscheidende Frage ist dann allerdings, bis zu welcher Höhe geht das? Da sind sicherlich Grenzen gesetzt. Und das sollten wir uns auch bei diesen Erweiterungen immer vor Augen halten. Wir können ohne weiteres 1 Meter, vielleicht sogar 1,50 Meter bis 2 Meter technische Lösungen herbeiführen. Alles, was darüber liegt, ist aktuell wahrscheinlich erstmal nicht darstellbar mit den herkömmlichen Methoden und finanziellen Aufwendungen. Gut, es gibt bei der Deicherhöhung also Grenzen. Nicht nur technisch, auch finanziell. So ein Deich kann ganz schön teuer werden. Wir sind da ganz schnell bei mehreren Millionen Euro pro Kilometer Deichlänge. Je nachdem, welchen Aufwand man betreiben muss und welchen Personeneinsatz der Deich erfordert. Die gute Nachricht ist, dass uns Deiche und andere sogenannte harte Schutzmaßnahmen noch eine ganze Weile schützen können. Wir brauchen sie. Andererseits haben sie den Nachteil, dass eben irgendwann Schluss ist und dass ihr Ansatz immer eine Art gegen die Natur ist. Traditionell gibt es bei uns ziemlich viel harten Küstenschutz. Wir nutzen eine Menge Beton und Stahl, um uns vor dem Wasser zu schützen. Aber es gibt auch eine neue Denkrichtung, die auf naturbasierte Lösungen oder Bauen mit der Natur setzt. Im Grunde bedeutet das, dass man Schutzsysteme außerhalb der Betonmauern errichtet. Man lässt zum Beispiel Seegras wachsen, setzt Weiden ein oder in tropischen Ländern Mangroven. Das wird zwar den Anstieg des Meeresspiegels nicht aufhalten, aber es nimmt den Wellen die Energie. Und die Wellen sind es, die letztendlich die Probleme verursachen. Die Natur und ihre Ökosysteme selbst können uns beim Schutz vor steigenden Meeren helfen. Klingt erstmal paradox, aber irgendwie auch einleuchtend. Mal angenommen, dass wir das alles bestmöglich beherzigen. Also all das einsetzen und im Idealfall kombinieren. Den konventionellen Küstenschutz mit den Mitteln der Natur selbst. Wie gut können wir uns dann schützen? Wie lange wird das reichen? Küstenschutz ist immer eine Maßnahme auf Zeit. Wir kaufen uns quasi Zeit, in der wir in einem Gebiet leben können oder unter einem gewissen Schutzstandard leben können. Und das ist natürlich immer eine Frage, ob sich das finanziell lohnt oder nicht.
Und wenn es sich nicht mehr lohnt, was bleibt uns dann? Müssen wir diese Küsten dann aufgeben? Ich würde behaupten, dass wir in Europa dieses Kalkül, nämlich den gezielten Rückzug aus küstenexponierten Regionen, noch nicht wirklich vor Augen haben. Dass wir es zunächst mal versuchen werden, auch mit erheblichen Finanzaufwendungen, die definitiv sich steigern werden in den nächsten Jahrzehnten, die Küsten zu schützen, anzupassen, möglichst geschickt, möglichst smart. Ja. Und danach? Haben wir einen langfristigen Plan? Sagen wir es so. Es fällt uns Menschen offenbar schwer, in größeren Zeiträumen zu denken. Aber das Klimasystem funktioniert so. Es ist träge, aber die Konsequenzen sind langfristig. Eines der Probleme beim Meeresspiegelanstieg ist, dass es ein langsamer, zähflüssiger Prozess ist. Es ist nichts Schnelles. Nicht ein tropischer Wirbelsturm, der übermorgen kommt und dann für 3 Tage über die Insel oder über den Küstenraum hinwegweht. Man spricht von sogenannten Slow-Onset-Events, also von langsam kriechenden Prozessen. Und mit langsam kriechenden Prozessen ist sehr schwierig umzugehen, weil wir müssen uns heute darüber Gedanken machen, was wir in 50, 80 oder 100 Jahren für einen Küstenschutz brauchen. Nehmen wir mal an, wir schaffen es mit einer riesigen gemeinsamen Anstrengung, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Selbst dann wird der Meeresspiegel weiter steigen. Allerdings wäre der Anstieg niedriger als etwa bei einer globalen Erwärmung um 2 oder gar 4 Grad. So oder so werden nicht nur wir, sondern auch viele Generationen nach uns mit den Folgen des Meeresspiegelanstiegs leben müssen. Und das wird ganz unterschiedlich aussehen, denn nicht alle Küstenregionen werden gleichermaßen im Meer versinken. Für manche Länder wird es zwar ein teures, aber lösbares Problem sein, für andere bleibt nur noch der Rückzug.